Herzlich willkommen zurück, ihr Strateger da draußen, bei einer weiteren Folge Zeitalter Karl des Großen. Wir befinden uns hier im Winter mit unserer kleinen, schicken Armee. Ja. Und der Leon ist... Angriff! Genau 1000 Männer hat der Gegner. Wir und ich hab mehr als 1000. Gucken Leon jetzt einfach nur noch mal. Nee, Kumpel, nee. Oh ja, Alter, du weißt, dass deine Kavallerie, wenn du mir so überlässt, nie lebend da wieder rauskommen würde. Oh Scheiße, die haben eine feste Stellung, das gefällt mir nicht. Dann brauche ich dir das selber. Okay, kannst du nur zugucken. Dann kannst du doch dich ein bisschen entspannen und nur zugucken. Ich mache Werbung für einen jetzt ab sofort neuen Partner. Twitch! Naja, auf jeden Fall nicht abgelehnt, ne? Kann ich nicht, also das kann ich gar nicht nachvollziehen, aber es scheint so. Kannst du das nachvollziehen? Nein, ja nicht. Aber da steht, wir sollen uns in 4 Wochen nochmal melden. Ja. Ich habe auch nochmal die Nachricht bekommen, so, dass, weil ich eine Telefonnummer alles angeben musste, dass, wir potenziell die Chance haben, deren Partner zu werden, aber gerade sind zurzeit zu viele Menschen da. Und die haben gerade Leute natürlich mit mehreren Typen gerade gefunden, die sie jetzt nehmen erstmal. Wir sollen uns in 4 Wochen nochmal melden. Und dann besteht eine Chance, dass wir Partner werden. Okay. Was natürlich dafür auch sorgt, dass wir Geld machen könnten. Geld machen könnten. Ich lese einfach mal die jetzige E-Mail vor. Ich habe eh nichts vor. Also, ich habe es ja geschrieben, deswegen hallo Marc. Neben dem Hallo Strategiker. Danke, dass du dich für das Partnerprogramm beworben hast. Leider können wir gerade keine Partnerschaft anbieten. Mehr als 2 Millionen Creator erstellen jeden Monat Inhalte auf unserer Plattform. Davon ist nur ein sehr kleiner Prozentsatz im Partnerprogramm. Wir gehen deswegen sehr selektiv bei der Auswahl unserer Partner vor. Wenn du denkst, dass du trotzdem das Zeug dazu hast, Partner zu werden, dann bewirb dich bitte nochmal in 4 Wochen. Wir haben deine Bewertung jetzt abgelehnt, aber das heißt nicht, dass du in Zukunft schlechtere Chancen hast. In der Zwischenzeit produziere bitte weiter großartige Content und vergrößere deine Community. Alter, meine Verstärkung ist zu groß, das ist echt unfair. Guck mal eine Verstärkung an. Das ist das Kleine, was wir daraus ziehen können. Marc, also, du musst dir mal meine Verstärkung angucken hier. Wir werden uns davon nicht abwimmeln lassen. Es sind zu viele Leute. Die werden alles reißen. So aus wie eine Vaterschaftswanderung, Vatertagswanderung. Das sind 56 Leute, hallo? Ne, 54 sogar. Das sieht aus wie eine aufgebrachte Meute. Der Feind kommt näher! Festigte Stellung, sowas will ich auch haben. Ich glaube, sowas ist relativ praktisch in so einer befestigten Stellung. Ja. Yeah. Wenn du an allen Seiten Sperrträger hinstellst. Ja, macht die KI aber irgendwie nicht. Finde ich auch gut so. Okay, jetzt habe ich doch irgendwie ein bisschen Bock auf das Last Roman bekommen. Aber, naja. Tja. Was soll man machen? Los, Leute, rennt hier. Ihr müsst als Beachhead dienen. Meine Einheiten dürfen nicht sterben. Ihr könnt euch krepieren da. Vielleicht kommt er heraus, wenn ich lang genug warte. Glaube ich nicht, aber es kann sein. Ne? Hm. Er kommt jetzt. Sperrkämpfer, bitte beeilt euch. Ja.
Oh, guck mal an. USA bewerben sich jetzt schon Leute als Präsident. Ach so. Ah, ne, Bundespräsident. Bundespräsident. Ja, schon USA, das wäre toll gewesen. Warte, rein theoretisch. Die armen Bogenschützen werden komplett zerschossen, bis sie überhaupt da sind. Tja, Mitchell hat was gebracht. Jo. Sehr satt. Ich Salven ab, General. Stirb. Oh, ein Pferd ist gefallen. Das sind viele. Und jetzt hat er ab. Zieht nach unten, ihr Dreckskerle! Zieht nach unten! Verschwendet eure Pfeile nicht! Die werden das ganz sicher nicht tun! Wo sind die Pferde? Der Speerkämpfer. Ich brech durch. Er kommt nicht gegen meine Übermacht an. Du bist mal, du bist nicht mein Fraktionsführer, also kannst du ruhig drauf gehen. Besser als ich gedacht hätte. Das ist mir gerade egal. Jetzt reitet rein. Oh mein General, ich kann schon auf die Fresse. Geht zurück. Hopp. Okay, jetzt ist er tot. Unser General wurde durch feindliche Hände getötet. War nicht ganz so schlau vielleicht. Nee, irgendwie nicht. Unsere Männer fliehen vom Schlachtfeld. Das ist eine Schande. Bringt sie um. Ich glaube an euch. Die Männer verlieren die Hoffnung. Irgendwie. Sieht jetzt doch relativ schlecht aus, ne? Ja. Aber ich habe noch eine Chance hier. Ich kann mir jetzt hier den General.
Die Männer haben aufgegeben und laufen um ihr Leben. Dann reiße ich das Gefecht nur mit der Kavallerie. Lauf doch da um die scheiß Ecke. Mann, ihr seid so unfähig. Ah, da ist er tot. Ihr General ist gefallen. Unser Sieg rückt immer näher. Unsere Männer fliehen vom Schlachtfeld. Das ist da sind viele Leichen. Ja, egal. Sie sehen viele Leichen. Ihr werdet diese Schlacht getümmelt. Lauft! Tötet die Fernkämpfer! Die können nicht viel gegen euch tun. Tötet sie! Damen und Herren, nutzen die HP. Das klingt leicht sarkastisch. Mhm. So ganz leicht. Nur ein bisschen. Greift an! Haben Rüstung, ne? Ja. Dann den da. Lauft, Kavalleristen, lauft! Schießt, Bogenschützen, schießt! Auf die da! Mann, fallen da viele Leute. Das ist echt unglaublich. So viele Leute da mit einer Seite fallen können. Hätte ich nicht gedacht. Schießt. Feuer. Die fallen nicht! Heron? Ja? Irgendwie hast du mächtig Verluste eingesteckt. Nee, die sind alle nur geflohen. Da hinten rennen sie alle rum. Weil der General tot ist. Da finden die nicht so toll. Da sind sie kein Fan von, muss ich sagen. Die Männer haben aufgegeben. Und deine Einheiten? Ja, ich meine ja meine Einheiten. Ach so. Deine sind auch tot. Der General ist tot. Ja. Der ist gefallen. Aber nicht dein König, oder? Nö. War nur einer meiner Familienmitglieder. Von nur Familienmitgliedern. Schießt ihr auch? Ihr sollt schon schießen, ne? Ja, formiert euch neu und unter Beschuss. Ist kein Problem, macht's ruhig. Es sind zwei erst gefallen von denen. Was mache ich falsch? Ja, und renn doch jetzt einfach mit der Kavallerie gerade einmal durch. Ich versuch's gerade. Ich versuch's jetzt auch. Bin loser Formation, bitte. Risiko einfach nur noch gehen. Was anderes kannst du nicht. Entweder du hast verloren oder. Aber ich hab gewonnen. Du machst jetzt Risiko und gewinnst. Ja, mache ich jetzt auch. Ich nehme mal deine Bogenschützen da weg, nicht, dass sie ja gleich durchreiten. Die können doch ruhig durchreiten, das bringt eh nichts. Und jetzt lauft da durch. Die Männer haben ihre Waffen niedergeworfen und. Lauft! Mann, ihr Kavallerist, was macht ihr da? Ja, sie sind stecken geblieben in den Bogenschützen. Da stehen ja keine Bogenschützen, wo die stecken bleiben. Gar nicht mehr. Tötet sie. Renn doch nochmal zurück und nochmal reinrennen.
Er verliert. Er verliert. Wenn du Scheiß, nicht vorher Tom. Durch die Türme da. Schlachtet sie ab. Alles oder nichts. Meine Prognose ist, dass du verlierst. Ich sehe es auch gerade. Ja. Das schafft ihr, Kavalleristen. Das schafft ihr. Das ist eine Schande. Du hast verloren. Die fliehen noch nicht. Flieht, Schwertkämpfer, flieht. Au. Haup. Yes, na Armee komplett wasted. Perfekt. War vielleicht doch nicht so klug anzugreifen, ne? Es war einfach nicht klug, den General reinzuschicken. Den habe ich einfach so suizidmäßig reingeschickt. Das ist auch nicht. Und deine Einheiten? Waren die schon vorher angeschlagen oder waren die alle voll? Die waren alle angeschlagen. Ja, dann. Aber ich behalte fast alle. Ja, ich habe alle beiden aus dem General. Ich habe kein Geld für den. Er würde wahrscheinlich nochmal auf die losrennen. Schaffen könntest du. Da komm. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Und ich habe kein Geld mehr. Das ist toll. Aber ich kann hier oben auch nichts mehr machen. Scheiße. Was hat der denn da noch in seiner Armee? Okay, die ist auch so gut wie tot. Kommt er damit bei mir durch? Nein, kommt er nicht. Die Stadt ist sicher. Na dann. Aber ich meine, du kannst mal die Armeen vergleichen. Seine und meine. Für den Stamm. Da kommt er nicht durch. Er hat viel mehr verloren als ich. An Einheiten zumindest. In Politik. Ich habe hier neun Typen da. Okay, der hatte eh keine Frau. Also ist egal, dass er gestorben ist. Wenn er eine Frau gehabt hätte, wäre schade gewesen. Oh, er hatte keine. Rebellisch. Ängstlich. Dieser Mann schert sich nicht um die Meinung anderer und hört nur auf sein Bauchgefühl. Ach komm. Mein Untertanherrscher, der ist voll scheiße. Ich hasse den Typen. Ja, da. Und außerdem, mein König ist auf dem Weg dahin. Mit einer Fullstack-Armee. Die komplett voll ist. Also ist bei mir alles gut. Und wer sind die denn hier da? Jetzt haben wir das da. Das finde ich wichtig. Wie läuft's bei dir da oben? Erzähl doch mal, Marc. Bis jetzt ganz gut. Einigermaßen. Heißt? Mir geht mein ehemaliger Klempkönig genug auf den Sack. Das merke ich schon. Die weißen Lindwürmer. Will ich halt ihn auf. Oder ich gehe seine Stadt an.
hat eine relativ starke Armee, also der könnte dich jetzt ganz schön da... Ich weiß noch nicht mal, ob du seine Armee mit deiner jetzigen schaffen könntest. Obwohl, die Qualität... Seine Armee besteht aus allen Anfangsleuten. Außer den Reitern, er hat ziemlich viele Reiter, aber... Ich sehne mich nach einem Kampf. Kavallerie über 2 kann viel machen. Aber wenn er dumm genug ist, rennt er mit den Dingern in meine Speere. KI halt. Könnte ich ihr zutrauen. Wir brauchen gute Kämpfer. Es gibt kein schöneres Ende, als im Kampf zu sterben. Ich habe einfach auch kein Geld, um irgendwas zu machen. Ihr seid nicht mit ihm verbündet, oder? Nein. Hat er sonst irgendwelche Freunde? Nein. Okay. Ich verbringe meine Zeit lieber mit Speisen. Pech, ich kriege jetzt das angeboten. Dann bitte ich an ihn um. Seid gegrüßt, mein Freund. Ich habe gutes Bier bestellt, um eure Kehle zu lockern. Und ha! Reife Frauen, um andere Körperteile zum Lockern. Nein, ich krieg's eine Frau nur, wenn ihn umbringt. Also, was? Das nehmen wir mal. Gott ja. Im Himmel! Ach, guck mal, der wird uns Friedensangebot, will ich aber nicht. Aber ich will ihn nicht töten, ihr habt mich verraten und das passt eigentlich ein bisschen ziemlich gut, dass sie mich verraten haben. Passt. Also, ich habe gerade was herausgefunden. Entweder es gibt Leute, die mögen mich, oder es gibt Leute, die mögen mich nicht. Dazwischen gibt's nichts? Nee. Das, was hier drin steht, zähle ich nicht als dazwischen. Das sind die Leute, die wohnen da hinten. In meiner Umgebung gibt es Leute, die mögen mich oder die mögen mich nicht. Ganz strikte Regel hier in England. Und Karl? Ne, der mag mich. Der mag dich? Der mag mich nicht so. Ach so. Ja. Hätte mich auch gewundert, wenn doch. Ich brauche jemanden, der dafür sorgt, dass da Ruhe ist. Ich kann meinen Armeemarschall nicht riskieren. Hier. Du wirst... Du kannst keinen Mann adoptieren, kannst du wieder. Du erstmal. Geh ihn erst. Die beiden sind bald bereit. Du suchst dir eine Frau. Oh, die Königin ist verstorben. Oh. Hast du ein Beileid? Ist aber eine gute Frau, das muss ich... Nee, sie war eine Scheißfrau. Ich wollte mich scheiden lassen von ihr. Mal gut, dass es tot ist. Meine Königin ist Küchengöttin. Meine nicht. Meine ist Dreck von keine Ahnung was. Meine hat einen schlechten Einfluss auf den König gehabt. Ganz einfach. Meine hat einen guten. Und meine hat auch einen guten. Mach auf, die stirbt nicht so schnell. Meine ist tot. Mit 39 Jahren. Meine ist jetzt 54. Ja. Hey, ab runtergefallen. Ah. Darf mich ja nie von Kaugummis ändern. Darf keine Kaugummi. Deswegen muss ich Diktat. Oh. Greif dich für an. Das finde ich scheiße. Nein! 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 Bist du Wilfried? Nee, du bist keine Ahnung wer. Scheißegal. Das ist die Garnison. Kill den Ollen. Hast du da keinen Schatten da reingesetzt? Ja. Das ist sinnvoll. Na gut, dass ich da... Nein, ich habe keinen Stadthalter eingesetzt. Aber ich freue mich, dass der Typ gestorben ist. Hat Gründe.
Ich hätte allerdings nicht sagen werde. Aha. Er war ein Dorn im Auge von meiner Familie. Okay. Nee, ich glaube, er war bei den Kandidaten, der Typ. Bevor er tot ist. Jetzt habe ich mehr Herrschaft dadurch, dass er tot ist. Ja! Das ist doch toll. Oberhaupt der gegnerischen Familie tot. Jetzt fehlen nur noch die anderen drei. Ich habe Alter. So. Mein Herrschaft ist 88%. Herrschaft misst euren Einfluss auf andere Fraktionen, also eure Macht über das Volk. Sie wird durch den gesamten Einfluss eurer Familienmitglieder gegenüber Nichtfamilienmitgliedern bestimmt. Zusammen mit Kontrolle bestimmt die Gesamtmacht eurer Familie. Meine Kontrolle ist ein bisschen niedrig. Angriff! Nur ein bisschen. Wirkenstand verloren. Aktuelle Anzahl gehaltener Siedlungen 17. 7. Eroberte Siedlung 4. Verlorene Siedlung 1. Hester, ja, aber die habe ich ja zurückgeholt. Hey, mein König hat eine Schlacht gewonnen. Aktuell gehaltene Provinzen 3. Was? Yes. Provinzen hat er nur 2. Oder meint jetzt? Ach, die meinen nicht volle Provinzen. Ich hab jetzt die Provinz Rom komplett. Paul ist was anderes. Echt? Ja. Du wirst jetzt einen Stadthalter einzusetzen. Stadthalter konnte ich ja schon vorher einsetzen. Stadthalter kannst du auch. Ja, einsetzen, aber jetzt setzt einen ein, der würdig ist, auf dem Stuhl des Papstes zu sitzen. Habe ich schon. Echt werden. Da ist mein. Ist das dein Sohn oder dein Neffe, Enkel? In Rom ist Albion. Neffe, Enkel, adoptiert. Hä, wer ist... Albion? Wer ist Albion? Warte, wer ist Albion? Da sitzt irgendein Typ, von dem er noch nicht mal kennt. Ich würde mir Sorgen machen. Wer ist der? Ach, da! Ja, der ist 37. Und ist in meiner Familie. Der ist ein Sohn von meinem König, also ist er würdig. Na dann. Ich überlege gerade nach einem Folgennamen für dich. Glaube ich zumindest. Nee, er ist der Mann von der Tochter meines Königs. Also ist auch würdig. Reicht mir. Was wäre ein toller Folgenname hierfür? Keine Ahnung. Da bin ich angewohnt, jetzt mitten in der Folge aufzuschreiben. Weil am Ende musst du immer nachgucken oder dich zurück dran erinnern, was habt ihr in der Folge getan? Jetzt habe ich Geld, aber kann nichts machen. Meine öffentliche Ordnung geht überall hoch. Außer in Venedig. Das war mir klar. Da geht's so runter. Wegen minus 4 durch Krankheit. Das ist toll. Die Krankheit will auch nicht weggehen. Bringt das was? Auf die Ordnung? Nee, bringt nichts. Schlecht. Ich muss jetzt hier etwas noch eine Armee aufstellen. Musste ich auch. Da, geh da hin. Was ist denn ein Adapter? Was ist denn ein Adapter? USB-Handy. Ach nee, ein USB. Handy anschließen. Oh, lustig. Noch irgendwas? Wer mag mich denn hier? Geil. Niemand wirklich, außer du. Reicht das? Nee, doch. Einer mag mich noch. Asturien mag mich. Und Northumbria. Sonst mögen mich alle nicht wirklich.
viele rote Gesichter. Und 4 Kriege, wovon ich an sich nur einen führe. Ne, 2. Oh. In 2 wurde ich irgendwie reingezogen. Ja, der eine ist gleich vorbei. Der andere könnte ein bisschen dauern. Toll. Weil der Feind sich auf dem Meer befindet, wo ich nicht hinkomme. Mein armes Volk. Ich habe mich noch nicht aufs Meer ausgebreitet und ich hatte es bis jetzt auch noch nicht vor. Aber ich glaube, gezwungenermaßen muss ich es gleich tun. Das Meer. Oh, Siedlung ausgeraubt. Wer hat's gedacht? Er hat schon ausgeraubt. Italienische Separatisten vernichtet, was? Eine würdige Braut. Ja, war ich. Ja, was wir heiraten. Ja, ja. Kräfteverhältnis. Ach, das steigt hier immer mehr. Das finde ich gut. Krieger! Welchen Machtrang hast du eigentlich inzwischen? Können wir nicht einmal dieses olle Ding angreifen? Machtrang. Hm. 7. Und ich? Weiß jetzt nicht. 4. Ha, bin vor dir. Der Schild zerbricht langsam. Aber weißt du, was ich schlimm finde? Hm. Ich habe hier einen Agenten, ne? Und der kann nicht wirklich was gegen Generäle und so tun. Der kann nur was gegen Städte machen. Wir brauchen mehr, der kann keinen Attentat lernen. Gepriesen sei der Vater. Wie kann ich euch helfen? Okay, diese Armee wird aufgelöst. Da. Du wirst Statthalter von da. Bist du ein Statthalter? Schon Statthalter? Ach, komm schon! Probleme mit Statthaltern? Der ist schon Statthalter. Das wusste ich. Wilfried wird der Nächste. Flotte bereit! Wie groß ist seine Flotte? Seine Flotte besteht aus normalen Leuten. Bringen die was gegen Schiffssoldaten? Wie kann ich euch helfen? Du kannst aber wegrammen, glaube ich. Das letzte Mal versucht, das ging nicht so gut aus. Hm, ja, stimmt. Legio 1 Roma habe ich. Ich suche gerade einen Namen für meine Legio 3. Ich erwarte eure Befehle. Offer greift nicht an, er ist schon weg, weit weg. Da, so. Jetzt heißt der Legio 3 Italica. Du brauchst noch eine Chance, mit Frieden zu schließen. Gut und du kannst mit meinen Feinden eigentlich Frieden schließen, ne? Wenn sie es wollen. Ja, aber die wollen nicht. Oh. Das ist so mein Problem, weil die hassen mich auch dank dir. Dann musst du wohl warten, bis sie tot sind. Wie kann ich von Nutzen sein? Das finde ich gut, da kann ich den Leuten ihren Untergang prophezeien. Das mache ich. So. Kann ich jetzt nicht noch was anderes? Was machst du denn da? Demnächst brauche ich noch einen Atmet. Ach stimmt, die können wahrscheinlich Leute umbringen. Da habe ich noch nicht gedacht. Christentum 100%. Oh, Kriegsmüdigkeitsstufe 3. Ich muss mich beeilen. Oh, ich habe Kriegsmüdigkeitsstufe 0. Ich habe Kriegsmüdigkeit, weil ich ja die ganze Zeit geplündert werde. Euer Volk wird derzeit nicht durch Kriegsmüdigkeit beeinträchtigt. Die Menschen sind mit der derzeitigen Situation zufrieden. Ihr befindet euch seit Beginn eurer Herrschaft
fast kontinuierlich im Krieg. Verständlicherweise ist euer Volk mit dieser Situation unzufrieden. Die Menschen sehnen sich nach einem Ende der Entbehrung und Gewalt. Sie wünschen sich Frieden. Da ist was Wahres dran, seitdem ich herrsche, herrscht nur noch Krieg. Hatte ich vor einer Runde auch. Und dann habe ich ein Dorf eingenommen. Jetzt mögen sie mich wieder. Ich werde für sie, für mein Volk, England einnehmen und demnächst die verräterische Königreich Kent niedermetzeln. Okay. Wenn es nicht wie immer flüchten würde. Na, guck mal, haben sie noch eine zweite Armee heraufbeschworen, die mich umbringen soll. Grenzklasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Leute gegen 8. Wir haben schon mal Lichtfield verteidigt. Wir schaffen es wieder. Ja. Das war sogar recht. Gut. Wir werden es wieder schaffen. Salz nehme ich gerne, denke ich, ja. Salz ist gut. Salz gefällt mir. 4, 5. Meister, Meister. Ach. Ich überlege, ob ich doch lieber erst ihre Stadt einnehme. Ich habe jetzt einen Attentäter. Oh ne, kann ich das Runde nicht viel angreifen. Ich muss noch nicht viel. Und mir stören Meucheln. Okay. Die können scheinbar Leute umbringen. Ja, die können Leute umbringen. Brauche ich unbedingt. Ich muss den gegnerischen König umbringen. Müsste ich auch machen. Ja, dann sind sie ein bisschen entmutigt. Das, was ich erreichen will. Kompromisslos. Hingabe plus 1. Urs rufen wahrscheinlich. Wilfried muss zurückkommen aus seinem Dienst, damit er Statthalter von West. So, du. Yes, gut. Da sinkt sie langsam. Er ist aber nicht nach Linken. Nach Linken. Warum auch immer. Oh. Wetten, wir kommen da jetzt nicht wieder hin zu dem. Dann machen wir aber die Armee platt. Dann muss er eine Runde Lichtfield belagern. Dann gehen wir hoch nach Lichtfield und machen den Bastard fertig. Er ist ein Bastard? Wusste ich gar nicht. Ja, aber heute ist er ein Bastard. Okay. Und woher weißt du das? War mein Klientkönigtum, ich weiß einiges über den. Okay. Ich habe eine Tochter. Das reicht mir. Ich habe eine 18-jährige Tochter. Wie eine gute Tochter. Hast sehr du? Sehr gute Tochter. Also ich habe so einen Charakter frei, ne? Der ist so 10 Jahre älter. Also 11 Jahre älter. Also politischer Einfluss plus 3 pro Runde, persönlicher Einfluss plus 1 pro Runde, gewinnende Situation Ehemann. Die guten Bürger unserer Nation grüßen unsere ehrenhaften Freunde und senden freudige Worte. Christus hat uns mit Weisheit gesegnet. Ich rate euch in dieser Angelegenheit ebenfalls seinem Rat zu folgen. Was machst du da? Ich habe kein Geld mehr, nur so. Ich habe noch 45. Dukaten. Habe ich nicht. Kannst du annehmen, trotzdem, wo du Geld hast? Darf ich nicht. Dann reden wir nächste Runde weiter. Die gebe ich ohne Geld nicht her. Wir können ja tauschen. Hier, ich kann dir meine Tochter geben. Ist dein König Statthalter? Nein. Dann ist die. Dann ist sie nicht so schlimm. Mein König ist kein Statthalter. Bei Christus, nehmt dieses Angebot nicht auf die leichte Schulter. Ich unterbreite es euch. Diplomatische Beziehung beendet. Du bist aggressiv. Ja, das kann daran liegen, dass ich gerade einzelne Völker ausrotte. Und du bewunderst starke Reiche. Ja, ich bin nicht relativ stark. Jetzt will ich hier Geld für eine Frau haben. Ja, die ist gut. Ich hab. Ah, der Typ will
Frieden mit mir. Gefällt mir. Wer? Mein Geld. Dein ehemaliger Klientel. Der wollte auch mit mir Frieden. Nachdem er meine Armee gesehen hat. Aber weißt du, was der Haken an der Sache ist? Ich will keinen Frieden mit ihm. Er soll dafür bluten, was er mir angetan hat. Wer ist da noch bei dir? Der da. Ich glaub nicht. Oh, 245 mit Tendenz zu 6, minus 611. Ja, der andere war einfach mir, will selbst mit mir noch nicht mal, obwohl er eine Unterzahl ist, Frieden schließen. Ich hab's ein paar Mal angeboten. Ja. Der kann mich auch gar nicht leiden. Mich auch nicht. Ich hab dir nichts getan. Er hat mich angegriffen. Allein minus 210 für frühere Abkommen mit König Mercia. Und minus 196 für diplomatische Heirat mit Königreich Mercia. Ja, ich hab den ja noch nicht mal was getan. Der hat mich angegriffen. Keine Ahnung warum. Ich hab den erst was getan, nachdem er meinte, er müsste mir Krieg erklären. Er hat gesehen, was passiert, wenn man mir Krieg erklärt. Ich habe da wen gefunden, der dich auch nicht leiden kann. Wer denn? Taifa von Badaiots. Wer ist das? Irgendwer unten bei Cordoba. Okay, dann interessiert mich nicht. Solange es nicht in meiner Nähe ist. Handelsabkommen, ich will Königreich Northumbria ist ein bisschen groß. Ich kann die 1000 auftreiben, Mark. Ich hab 1000. Königreich Northumbria ist ein bisschen groß. Ja. Oh, die haben die Pisten kaputt gehauen. Schade, wir dann nochmal gegen die auftreten. Wie viel Geld hast du? Die Worte des Wie viel Geld hast du? 1045. Nee, 1145. Ich will selbst sehen. Wie willst du das denn sehen? Du kannst da jeden beliebigen Betrag eingeben. Nur ich kann da nicht akzeptieren. Ich kann nicht auf Annehmen klicken. Okay, 1045 will ich haben. Da. Ist das dein ganzes Geld? 100 habe ich dann noch. Okay, aber ich 1145. Ist das jetzt dein Ernst? Ich will so viel Geld, wie ich kann rausschöpfen. Weißt du, wie viel Geld ich pro Runde mache? Weiß ich nicht. 100. Der Krieg kostet. Okay, du brauchst es. Der Krieg kostet. Ja, da musst du ein Gegenangebot machen. Ich kann gar nichts auswählen. Oder ablehnen. Ja. Hey, jetzt habe ich genau 0. Mein Volk überbringt euch seine Grüße und betet zu Jesus. Yes, jetzt hat mein Typ endlich eine gute Frau gefunden. Er ist 29 Jahre alt, fällt mir gerade so auf. Hey, er hat eine 11 Jahre jüngere Tochter. Ist okay. Ich habe wieder Geld. Kein Problem. Ich kann den Krieg finanzieren und meine Dörfer wieder aufbauen. Also ich mache knapp 3000 pro Runde. Wir will auch. Und das ist schon wenig. Mach ihnen noch ein. Warte, Wulfried ist ja zurückgekehrt. Wulfried ist fett. Ich nenne dich zum Statthalter von Wessex. Herzlichen Glückwunsch. Er will keinen Stadtteil. Ah, er will Stadtteil doch jetzt. Wie der die ganze Zeit permanent nur wegrennt. Dieses asoziale Arschloch. Mark? Ja. Guck dir mal das hier unten an. Ich hoffe, er greift Benevent an. Das können wir nicht. Kann ich so ein bisschen was machen. Bewegt euch!
erwarte eure Befehle. Was schluchst du denn jetzt so? Aber dann gehe ich wieder raus aus der. Und was hältst du von meiner Verteidigung? Verteidigung? Was für eine Verteidigung? Vielleicht die zwei Armeen, die beide in Reichweite sind, die zwei Fullstacks. Oh ne, die hat nicht gesehen. Oh, Alter. Eine steht in Salerno und eine steht kurz direkt unter Roma. Was heißt Reichweite? Meinst du Reichweite zu mir? Nein. Ich sagen, wie soll ich denn zu dir kommen? Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen weit. Nein, ich meine Reichweite zur Stadt Benevent. Und deswegen hoffe ich, dass es dir angreift. Hä? Und dann habe ich ja freie Bahn unten. Nächste Runde wirst du den da hinten umbringen. Das ist wen dein denn? Auftrag an. Okay. Selbst ich muss jetzt anfangen, mit unfairen Mitteln zu spielen. Mhm. Muss halt sein. Also Ante, das finde ich aber nicht unfair. Ich bin immer mit Ehre. Das glaube ich nicht. Oder wertvollste Handelsroute. Komischerweise ist es meine einzige. Die bei London. Ach, leck mich am Arsch. Meinst du die Handelsroute bei London? Ja. Du Armer. Meine einzige und auch mein ganzes, glaube ich, Handelsgeld, mein gesamtes. Nee, ich krieg noch durch normalen Handel. Aber... Mit wem denn? Königreich Wessex. Krieg ich nochmal zu Fuß. Okay. Und wie viel kriegst du da raus? Warte... 102. Am meisten bekomme ich von... dir. Von mir? 199. Kein Problem. Blei scheint viel wert zu sein. Ja. Ich meine, es ist so gut wie das Einzige, was ich nicht habe. Mein größter Unterhalt gilt mein Armeeunterhalt. Das ist unvorhersehbar. Ja. Jetzt ist er wieder nach unten gerannt, dieses verdammte Feigling. Dieses S. Es rennt die ganze Zeit davon. Ich hab noch nicht mal Worte für es. Könnte ich hier vielleicht... Habe ich noch irgendetwas? Irgendetwas, was meine Schnelligkeit hier irgendwie oder meine Reichweite? Kampagnenreichweite plus 20, ja, bringt mir nicht viel anscheinend. Ein König. Ich bin auch scheinbar. Gunst verloren. Persönlicher Einfluss. Wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen die Steuern hochdrücke, was passiert dann? Venedig geht runter und sonst ist überall noch stabil. Venedig geht runter, gefällt mir schon mal gar nicht. Stell ich da wieder Legio 3 rein. Schütze. Ein bisschen aufhalten, bevor da drin ist. Das ist falsch. Du sollst. Ja, halt. Jetzt schon. Da bei Venedig. Schilly hat den neuen Typen auf. Politiker, nee. Reichsmeister, okay. Vermächtnis. Legio 3, Talika. Da. Ja, in Venedig. Der wilde Vagabond.
44 Einfluss, 18, 23, 10. Königreich Munster. Königreich Munster mag ich. Munster? Die mögen mich auch. Okay. Ja, jetzt Schutzbündnis. Damit mir nicht da oben einer auf den Gedanken kommt, von Irland mal mit irgendwie loszugehen, habe ich mir einfach das größte Königreich in Irland gekrallt als Verbündeten. Okay. Alle, außer meine Verbündeten, werden vor der Macht Englands zittern. Also alle auf dem Kontinent, auf meinem kleinen. Also ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass irgendwie Sizilien davon zittern wird. Das scheint mir unrealistisch. Sizilien ist ein bisschen weit weg, ne? Ja, deswegen, ja. Ich hätte gern mehr Geld. Bring John um. Welchen John? Dann ist der König von Sizilien. Ja, mein Attentäter braucht nur 3 Runden dahin. Was? Und der ist eine Flosse, also kann ich ihn gar nicht umbringen. Meine Attentäter sehen ja komisch aus. Warum? Meine sehen anders aus, meine haben ein anderes Gesicht. Ich bin der Zerstörer. Du bist ja auch Engländer. Das stimmt. Und ich bin Italiener. Ich bin wohlerabender Engländer. Oder besser Langobarde noch. Ja, du bist jetzt. Oh, die Folge schlang zu Ende, fällt mir gerade so auf. Echt? Ja, wir sind bei 51 Minuten. 51? Ja. Na gut. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Da. Tschüss. Ciao.